Hallo hier aus Alaska. Hallo bei Abenteuer Alaska. Ich gehe heute auf ein ganz persönliches Abenteuer, denn ich bin hier am Chena River und ich werde jetzt gleich meine Sachen packen und rausfahren zu einer Cabin, an der ich noch nie war. Freunde von mir haben die Mastodon Cabin gemietet. Das sind so circa 11, 12 Kilometer per Ski. Es ist eine Remote Cabin, wie wir schon so oft in anderen Remote Cabins waren, aber eben noch nie in der. Und ich gebe zu, ich bin ein ganz kleines bisschen nervös, weil ich alleine unterwegs bin. Ich treffe meine Freunde dort, beziehungsweise vielleicht auf dem Trail. Sie wollten mir entgegen Skifahren. Plus, es ist noch ein anderer Bekannter von ihnen dort, der jetzt gerade nach Hause fährt. Also dem werde ich irgendwo in der Mitte des Trails begegnen, gehe ich zumindest von aus. Trotzdem bin ich ansonsten alleine unterwegs und ich freue mich da total drüber. Also ein neues Abenteuer für mich. Ich bin aber auch ein bisschen nervös. Heute Nacht waren es minus 20, minus 30 Grad an einigen Stellen. Momentan sind es so minus, ich würde sagen, minus 15 Grad vielleicht. Aber der Wind weht. Es wird also nicht sonderlich angenehm. Ich habe ja, meine Sachen hier gepackt und ich werde jetzt mal die Sachen aus dem Auto rausholen, alles fertig machen, verpacken und dann geht's los. Das hier war meine erste Sorge, weil man dort sieht, dass offenes Wasser ist und hier nur so eine kleine Eisbrücke, aber es sieht aus, als ob das kein Problem sein wird. Ich kann euch sagen, diesen Polk zu ziehen, kann man das hier sehen? Da, den ziehe ich hinter mir her und das ist ganz schön anstrengend. Ich komme echt nur so im langsamen Gehtempo vorwärts. Ich bin gespannt, wie viele Stunden ich jetzt brauche. Ich bin ungefähr bei 1,5 Meilen. Hier hat man Feuer gewütet und das sieht man auch an der Vegetation. Es ist ganz schön schwierig mit dem Palk. Nicht so sehr bergab, da wird man gedrückt. Aber bergauf, da hat man ganz schön was zu ziehen. Wie sieht das Ganze aus? Eine kurze Pause, einmal durchatmen. Es ist super windig. Also ich bin total warm, weil das so anstrengend ist hier. Aber es ist windig. So, hier wird es jetzt spaßig, denn hier ist der Trail ganz schön verweht. Und durch den dicken Schnee
ist das Ganze noch mal eine Runde anstrengender. Aber zum Glück sieht man, wo der Trail hergeht. Es ist also ganz zu. Diese grünen Marker markieren übrigens den Weg. Er führt zu zwei verschiedenen Cabins. Einmal der Nugget Creek und Nugget Cabin und der Mastodon Cabin. Die liegen irgendwie direkt nebeneinander. Alles verbrannt. Pause. Ich habe keine Idee, an welchem Meilenmarker wir sind. Den letzten Meilenmarker, den ich gesehen habe, war ganz am Anfang, Meile 1. Und ja, ich habe Hunger. Ist echt anstrengend, muss ich zugeben. Aber es ist super schön hier, es ist so ruhig. Und wenn es noch kein Wind wäre, wäre es noch viel schöner. Aber jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen Mittagspause machen. Und dann geht es weiter, weil ich denke mal, so viel weit kann es nicht mehr sein. Vielleicht noch 2 Meilen. Okay, noch 2 Meilen. 5 haben wir schon. In die Richtung. Ich habe gerade den Freund von meinen Freunden getroffen, der die ersten beiden Nächte dort verbracht hatte. Und er hat mir ein bisschen Tipp gegeben, wie ich zu der Cabin komme, wenn ich quasi zu der Abzweigung komme. Ich soll irgendwie den zweiten Weg nehmen. Und das war ein ganz guter Tipp. Der erste sei sehr, sehr steil und das brauche ich echt nicht. Ja, ansonsten 2 Meilen. Ich denke, das ist machbar. Ich bin jetzt ungefähr 2,5 Stunden unterwegs für die 5 Meilen plus Pause und alles ja, hier anlegen. Ich denke, das ist auch ganz okay, zeitweise. Man kann wirklich nicht schnell Skifahren damit. Also das ist jetzt nicht so, als wenn ich hier langlaufen würde. Es ist schon ein anderes Langlaufen. An jeder kleinen Steigung wird man nach hinten gezogen. Und dementsprechend bin ich mit der Zeit eigentlich ganz zufrieden. Und ich muss zugeben, ich glaube, meine Beine hätten jetzt auch gerne Pause. Aber die 2 Meilen, die schafft man noch easy. Und dann muss ich pipi. Solche Gegenden, die merke ich wirklich gar nicht. Das ist, ja, wir nennen das Overflow. Da ist Wasser von unten hochgedrückt über den Schnee und dann gefroren. Manchmal ist das sogar noch ein bisschen matschig und bleibt überall hängen. Und auf Eis Skifahren ist auch nicht so toll. Diese Trails werden auch von Trappern, also Fallenstellern, benutzt. Und da hinten sieht man übrigens eine aktive Falle. Ich sage ja nicht oft meine Meinung zu Dingen hier, weil ja, es kein politischer Kanal ist, aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich kein Freund von Fallenstellen. Und so sieht die Cabin von innen aus, so wie fast alle Cabins. Sie misst ungefähr 18,5 Quadratmeter und theoretisch sollen hier 6 Personen schlafen können. Also das heißt, es gibt Schlafplattformen für 6 Personen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dann wird es schon ganz schön eng. 4 wäre so für mich die Maximalbelegung. Und geheizt wird natürlich wie immer in den Cabins mit einem Holzofen. Ich bin angekommen, die Hütte war warm, meine Freunde sind schon da. Und ja, das war ganz schön windig. Wenn der Wind nicht gewesen wäre, wäre es wirklich
viel schöner gewesen. Diesmal ist es, wie gesagt, ein Experiment für mich gewesen. Ich bin noch nie 7 Meilen alleine irgendwo mit dem Polk, also mit diesem Schlitten, den man hinter sich herzieht, hingefahren, ohne dass jemand dabei war. Es war toll. Es ist schön, man kann alle Gedanken frei laufen lassen. Man unterhält sich nicht, sondern hat einfach nur Zeit in der Natur für sich selber. Und ja, irgendwie sind diese Zeiten für mich total wichtig. Jetzt aber schaue ich meinen Freund ein bisschen beim Feuermachen zu. Sie haben gesagt, ich brauche nicht helfen. Sie machen Feuer oder sie holen Feuerholz. Und das hier ist total einfach diesmal. Das ist eine Hütte, die wirklich sehr freundlich ist, wenn man ohne Snowmachine, also ohne Motorschlitten hinkommt und Feuerholz nicht mitbringen kann. Denn die Hütte ist erbaut in einem Bereich, wo mal ein Feuer gewütet hat. Dementsprechend stehen hier ganz, ganz viele tote Bäume rum. Und es ist wirklich leicht, Feuerholz zu finden. Anders als es zum Beispiel in der Lower Angel Creek Cabin war. Das war's auch schon wieder hier. Wir packen gerade alles zusammen und sind fast auf dem Weg nach Hause. Und ich habe gehört, dass es anstatt der 7 Meilen eigentlich fast 8 Meilen sind. Also jetzt auf dem Weg nach Hause werde ich mal tracken und zusehen, dass ich rausfinde, wie weit das wirklich war. Weil die letzte Meile gestern fühlte sich tatsächlich wie 2 an. Und ja, es waren fast 8 Meilen. Gerne wäre ich noch einen Tag länger geblieben, denn am nächsten Tag wird es wieder 8 Meilen zurück, ist wirklich nicht ganz so prickelnd. Ich sage danke, dass ihr dabei wart, dass ihr durchgehalten habt mit mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Dann könnte es schon fast Frühling sein.